Jo, hallo Leute und herzlich willkommen zurück wieder zu The Binding of Isaac. Ja, ich hatte ja eigentlich vor, das Spiel nicht so oft zu Let's Playen, aber es macht einfach unglaublich Spaß. Ja. Hier immer so abgeschossen zu werden. Deswegen geht's jetzt einfach mal ein bisschen weiter. Da ich eh gerade Bock hatte aufzunehmen und nicht wusste was. Ich würde mal interessieren, ob ihr nochmal Sims sehen wollt. Das habe ich auch früher mal LP. Ist auch schon was her. Okay, wir haben 3 Bomben. Kein Geld und kein Schlüssel. Keine optimalen Voraussetzungen, aber es ist schon in Ordnung. Und wir spielen jetzt nochmal mit Isaac. So, The Fool. Das war, glaube ich, das, was einen zurückgeportet hat. Und ich gehe natürlich direkt zum Boss. Was jetzt irgendwie so ein bisschen Brain AFK geschehen ist. Ach ja, der Boss ist schon mal tolles. Aber er schießt so viel, ne? Und dann in so wilde Richtungen, dass man schlecht ausweichen kann. Aber er ist noch nicht auf mir gelandet. Das können wir als Positives anmerken. Ach, Mist. Und ich dachte, ich schaffe den vielleicht mal ohne Schaden zu bekommen. Wäre doch was Schönes gewesen. Jetzt kommt das bestimmt so rüber, als hätte ich sie jetzt eh schon wieder aufgegeben und hätte das nur für das No Damage gemacht. Aber so ist es nicht. Weil ich halt gerade nochmal Schaden bekommen hatte. Wobei ich schon sagen muss, dass Kane mir bis jetzt vom Spielstil, den man da hatte, deutlich besser gefallen hat. So, und heute habe ich auch nochmal ein kleines Thema, nämlich... Och, shit. Nämlich Klickzoom, aka Christoph Grachten. Der ist ja nicht sehr beliebt in der Szene, also in der YouTube-Szene. Was ich irgendwie schade finde, weil seine Videos, okay, sie sehen nicht nach viel Aufwand aus, aber sie sind vermutlich schon mit ziemlich viel Aufwand verbunden. Und wie ich gehört habe, soll er sich ja auch ziemlich engagieren für YouTube und vor allem für die Community, vor allem die deutsche Community, die ja... Na, ich weiß nicht, wie das aussieht mit dem Support. Also jetzt nicht nur YouTube-eigener Support. So, und was machen wir hier am besten? Wenn wir hier eine Bombe hinlegen, geht so viel dann weg, müssen wir mal ausprobieren. Ja, perfekt. Wenn wir jetzt hier irgendwo noch Schaden bekommen, dann wäre es schon praktisch, wenn wir das dann noch wieder reinholen könnten. Also natürlich nicht noch mehr den Schaden oder... mal Schaden bekommen. Hahaha, war der jetzt unlustig. Naja, gut. So, das ist natürlich auch hier lustig. Stimmt, und Goldraum gibt es, glaube ich, nämlich auch in jeder Stage. Deswegen sollte man die Stage dann schon zu Ende machen, finde ich. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Außer man ist jetzt, was weiß ich, Full Life, hat alle Items. Naja, gut. Die man sich vorstellen könnte und... Naja. Oh, was war dieser Pilz nochmal? Fire Rate up. Ich schieße schneller. Aber das hat ja wenig mit Fire Rate zu tun, denke ich mal. So, und da ich kein Geld habe, gehen wir auch nicht in den Money-Raum, sondern gehen jetzt in die nächste Etage. Hui! Was für ein komisches Geräusch. Naja, tut auch nichts zur Sache und natürlich wieder so ein total verwirrender, kranker Traum. Jedoch echt nicht, wow, normales, sowas zu träumen. So, und hier einfach mal ein bisschen immer umkreiseln, dann wird man am wenigsten getroffen. Oder ich werde dann zumindest weniger getroffen, als wenn ich versuche, den auszuweichen. Ist dann am Ende, wenn man richtig gut ist, dann wahrscheinlich nicht mehr so. Dann ist es wahrscheinlich eher sinnvoll, auszuweichen. Aber das bin ich ja noch nicht, also... stört's jetzt auch nicht. Das Herz ist gerade weggegangen. Da war doch gerade ein Herz, oder? Ach, das war unter der Truhe. Ah, und hier kommt es auch nochmal ordentlich was raus. Gehen wir erstmal oben hin. Okay, das war jetzt gerade ein bisschen knapp.
So, und hier haben wir den letzten. Was bringt das? Bin ich jetzt stärker? Oder ist das dann auch nur für eine Weile? Oh, meine Nase, ey, ich muss schon wieder niesen hier. Ah, das hat mich in die... Nee. Doch, das hat mich zum Anfang der ersten... Nee, zum Anfang von dieser... Oh nein, jetzt kommen sie von beiden Seiten. Und das ohne Poison Touch. Ach du Scheiße. Na gut, da liegt ja noch ein Herz rum, dann sollte das ja hinhauen. Sobald wir jetzt nicht zu viel Schaden bekommen. Beziehungsweise gar keinen Schaden mehr bekommen, das wäre praktisch. Und irgendwie reichen die Tränen jetzt schon ganz schön weit. Naja, dann hole ich mal eben das Herz. Nicht, dass wir das jetzt noch gleich brauchen würden. Und es dann nicht haben. Wäre nicht so cool. Ja, viel Gerede, wenig Sinn, oder wie war das? Lange Rede, kurzer Sinn. Das war's. So, und hier sind dann auch wieder die kleinen... Was soll das sein? Marshmallows? Kann man schon fast sagen. So, und da explodiert dann natürlich wieder alles. Und ich bin direkt mal zum Boss gegangen. Warum mache ich das eigentlich immer? Ja, ich glaube, ich mache schon was mehr Schaden. Oder es kam jetzt nur so vor, weil Kane vielleicht nicht so viel Schaden macht und ich die ganze Zeit mit dem gespielt habe. Zumal der eigentlich auch ordentlich Schaden macht. Wenn man halt trifft. Aber das ist dann auch wieder, wow, so eine Sache für sich. Da treffen. So, und da platzen sie wieder alle. So, und jetzt sollte ich... Ah, das war jetzt knapp. Und ich glaube, die haben auch so mit Regeln, die verfolgen einen nicht die ganze Zeit. Das ist so wie bei das Spiel des Lebens heißt das, glaube ich. So, Dogfood. Da gibt es so Regeln mit mathematischen Algorithmen. Das ist ein Spiel aus den 70ern oder so. Also auch am PC. Und da ist es dann halt so, dass es da mehrere Generationen gibt und dann mit Überleben und so. Aber ich erzähle wieder von irgendeinem Blödsinn. Kann ja mal einer vielleicht in die Kommentare schreiben, ob ihr das kennt. Ja, das mit Rahmschnitzel. Nee, nicht mit Rahmschnitzel. Sarazar war das, glaube ich. Der hatte hin und wieder, was heißt hin und wieder? Gronkh hat sich drüber lustig gemacht. Der hatte immer irgendwie gesagt, schreibt's doch mal in die Kommentare. Immer wenn er so eine Frage gestellt hat. So, und dann springen wir in den Apparat mal. Und warum zur Hölle ist in so einem Apparat eine Bombe? Finde ich jetzt irgendwie nicht so gut. Und ich muss sagen, ich weiß schon ein bisschen was hier raus, was ich jetzt entweder selbst gelernt habe oder bei einem Let's Play oder bei einem Livestream gesehen habe. Oh Gott, ist das nicht Technology. Oh Gott, das ist das echt. Das ist saukrass, werdet ihr jetzt gleich aber sehen. Jetzt werdet ihr sehen. Es ist eine Technologie. Die saugut ist, finde ich. Vor allem für Fliegen, geil. Also ich bin schon gut equipped, muss ich sagen, hier. Schon richtig Sutter Pro. Ne, jetzt im Ernst, ich finde es eigentlich ganz gut, so das Equip schon. Also halt mit den Items und so. Vor allem zieht man dann immer so durch alle durch. Und das ist halt bei Fliegen äußerst praktisch. Weil die halt doch immer so... Fliegen sind ja Rudeltiere. Ist ja allseits bekannt. Also so ist es ja nicht. Das weiß man ja. So, gut. Jetzt nicht mehr allzu viel gebracht, nur das eine Herz, aber das ist ja schon mal was. So, wir haben 7. Lohnt sich dafür, in den Raum zu gehen. Im Geldraum. Ja, wir haben ja noch 3 Schlüssel, dann können wir da ruhig reingehen. Sind ja nicht geizig oder so. Und ich habe ganz vergessen, den Skype-Sound auszumachen. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zum Verhängnis. Und ja, hat sich doch gelohnt. So,
So ein Live ist schon immer was Cooles. So, und wenn ihr noch mal wollt, dass da mal ein Gast vorbeikommen soll, oder vielleicht wollt ihr ja selbst mal mitmachen, dann könnt ihr das auch einfach mal in die Kommentare schreiben. Also ihr könnt mich auch bei Skype adden. Ich habe, glaube ich, extra mal einen Account dafür gemacht. Der ist genauso wie mein YouTube-Channel Let's Play Sammlungen. Also ich habe natürlich auch einen privaten Account, aber ich will den jetzt nicht hier so offen preisgeben. Und da haben wir wieder Full Life. Ist doch was Schönes. Und in die nächste Etage. Nein! Da gibt es sogar zwei von. In diesen Träumen. Oder auf Toilette ist und kein Klopapier mehr hat. Ich denke mal, die Entwickler, das wäre das Schlimmste in ihrem Leben. Na, ohne Klopapier auf dem Klo. Na, ich muss schon sagen, das Spiel ist schon ein bisschen verrückt. Und war das nicht sogar mal so mit Technology, dass also diesen komischen Arrows, die ich hier gerade habe, dass die, dass sie die ganze Zeit waren? Also jetzt ununterbrochen? Weiß ich jetzt gerade nicht. So, wir machen mal weiter. Hier sind ja immer nur so kleine Strahlen. Aber dass das dann halt durchgehend war. Ob das so eine gute Taktik ist? Naja, ist ja ganz gut gegangen, aber sah auch nicht so gut aus. Und da könnten... Bei denen konnten wir jetzt sau viel mit Technology anfangen. Also das ist schon ein cooles Item. Da blinkt er auf und hinterlässt uns was. Jo, dann wieder hier in den nächsten Raum. Boah, das macht einen Schaden, wenn da so viele rumstehen. Lohnt sich richtig. Ach, the Devil. Da, wo man dann andere Kugeln bekommen hat. Sparen wir uns mal für den Boss auf. Also ich weiß nicht, ob ich mir sowas alles merken kann. Wenn mich was interessiert, dann kann ich es mir sehr, sehr gut merken. Aber bei Spielen kann es auch schon mal vorkommen, dass das dann irgendwie gar nicht in mein Gedächtnis rein will und ich das immer wieder nachgucken muss. Ist mir jetzt gerade eingefallen, weil gestern habe ich ja Lorox aufgenommen. Boah, jetzt hätte ich fast seinen echten Namen gesagt. Das will er ja irgendwie nicht oder so. Naja, jedem das seine. Und dann, oh... Dann hatte ich ja auch den, was ist das jetzt? Drück ich einfach mal. Oh mein Gott. Na super. Sollen wir hier reingehen? Geldraum? Ne, wir haben nur vier. Also ich mach noch schnell hier alles leer. Also jeden Raum erkunden. Sieht man ja oben auf der Minikarte. Die Unerkundeten sind die Dunkelnen. Nicht, dass ich hier noch Verluste mache, wenn ich hier alles erkunde und reinlaufe. So, hier geht man mit Leitern drüber, soweit ich mich recht entsinne. Und hier die Kiste können wir ja mal öffnen. So, bam. Ui, jetzt haben wir aber ordentlich Geld. Ja, dann lohnt sich der Shop wahrscheinlich doch. Gehen wir noch hier oben hin. Und dann können wir auch in den Goldraum. Oder? Ja, haben noch drei Schlüssel. Optimal. So. Hier, komm, mein Junge. Lass dich technologisieren. Techno. So, was ist das? Frühstück. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Das Problem ist immer, dass ich nicht weiß, ob es jetzt auch schon im Let's Play war oder... Nur im normalen Spiel, also ohne Let's Playen. So, und da hinten ist noch ein unerkundeter Raum und da liegt auch noch ein Herz rum. Holen wir uns die beiden Sachen noch, also mach noch den Raum. Und schau mal, vielleicht öffnet der dann ja auch nochmal eine Tür. Nein, macht er nicht. Envy. Ach, das war Pokerface. Oh, der ist ja auch saugut denn hier mit Technology. Eigentlich. Mit der geradigen Anordnung irgendwie ja nicht so. So. Ah, Mist.
Naja, ein Herz haben wir da hinten ja noch irgendwo rumliegen. Oh Gott, sind das jetzt viele. Wobei, wie gesagt, mit Technology ist das ja nicht so das Problem. Nein! Ah, Mist, und ich laufe auch noch genau rein ins Pokerface. So, das er. Und was ist das? Schubdawoop. Nehmen wir das mal mit, das sieht irgendwie cooler aus. Und dann nehmen wir das Müsli mit in die nächste Etage. So. Stimmt, den Geldraum wollten wir auch noch machen. Stimmt, stimmt. Ich hoffe, ihr habt Zeit. Sonst hättet ihr kaum eingeschaltet, denke ich mal. So. Ich denke, meine Schlüssel werden wir jetzt nicht mehr so dringend benötigen. Leiter. Bombe und eine Batterie. Ich kann nur die Bombe holen, aber ob sich das lohnt. Das ist eine normale Bombe, oder? Ich hole es jetzt mal aus Testzwecken. Ja, das ist nur eine normale Bombe. Schade. So, und dann jetzt zum Boss und dann drücke ich mal direkt das Item. Ah, ich bin Mr. Lavapus gewesen. Oder wie auch immer der dann heißen mag. Devil! Ah, dann ist der Strahl, glaube ich, effektiver. Der Boss ist ja einfach. Finde ich jetzt gerade noch. Noch. Okay, ich hatte ja auch Devil. So, und immer dieses Ding. So, dann holen wir noch das Item zurück. Boah, wir müssen echt viel laufen hier. Vor allem ist die Anordnung auch noch so verrückt. Eieiei. Komisches Spiel, ne? Egal. Hier rein. Da lang. Meine Beine tun weh. So, und dann haben wir... Ach, wir haben das noch. Gut, dann nehme ich das mit. Das ist nämlich cool. Schubdabub. Hätte ich auch mal selbst drauf kommen können. Oder einfach mal nachgucken. Ist doch nicht so schwer. Da hat irgendwas geknackst. Oh, wir sind auch falsch gegangen. So. Hier liegt noch ein Herz rum. Egal, gehen wir in die nächste Etage. Wir sind eigentlich schon ganz schön weit. Das fällt mir irgendwie voll oft auf. Und ja, das ist natürlich ein schönes Geschenk. So, nach unten. Oh Gott. Bin hier sau beschossen. Die ganze Zeit. Und irgendwie will ich jetzt erstmal die zwei platt haben. Und dann mache ich natürlich aus Versehen. Das ist eigentlich aus Versehen wirklich. Ja, das ist ja ein Versehen, etwas nicht extra gemacht zu haben. Also kann das schon gut sein. Und dann habe ich aus Versehen erstmal die anderen platt gemacht. Das ist jetzt natürlich nicht so tragisch, aber. Oh Gott. Und ich frage mich, wie sich das wieder auflädt. Das Space-Item. Oh, Geld. Ich hätte lieber Herzen. Ja, die kann man sich ja irgendwann vielleicht kaufen. So. Okay, da habe ich jetzt auch gerade nochmal richtig Glück gehabt. Hätte auch schlimmer ausgehen können. Wie ich die hier immer komisch kite. Das ist verrückt. Also halt hinter mir her ziehe. Muss mir halt hinterherlaufen. Das ist immer so eng. Und irgendwie gehen die auch nicht platt. Jetzt haben wir den ersten kaputt. Ah, und jetzt ist das Item wieder ready. Sozusagen. So, dann liegt der zweite. Da liegt der erste und jetzt liegt er komplett. Dann kann man das so nennen, den ersten. Ja, ist ja auch egal. So, dann holen wir uns hier einen Pilz. Minimasch. Ah, da sind wir kleiner. Das ist natürlich cool, so wie bei Super Mario.
Und irgendwie komme ich mir so natürlich auch schneller vor. Ist ja eigentlich relativ logisch. Ich würde gerne jetzt direkt irgendwie den Boss besiegen, um das Item zu nutzen. Da werden wir natürlich wieder mit Fliegen beschickt. Und in den anderen Stages konnten die aber das noch nicht, die Fliegen zu schicken hier. Mann, das ist auch hier auch irgendwie was, wo man sich konzentrieren muss. Man muss kiten, man muss gucken, wann der auftaucht, man muss die Fliegen beobachten und dass sie einen nicht erwischen, die Fliegen abschießen, obwohl nicht da reinlaufen. Das ist natürlich auch praktisch, wenn man das nicht macht. Und dann muss man noch irgendwas erzählen und habe nur noch halbe Life. Nicht so gut sein. Oh Gott, nein! Nein, nein! Ah, Mist! Ah, schade. Ah, ich hatte so viel. Kann man hier auch nochmal angucken. Hier. Mann! Ich weiß gar nicht, ob mein Mauscursor angezeigt wird. Egal. Dann war das jetzt hier die Aufnahme. Und wir sehen uns dann hoffentlich wieder beim nächsten Mal. Danke fürs Einschalten und ciao.